Morgen, Herr Chef. Morgen, Dimitri. Wir müssen uns heute die Tränke im Fohlenstall angucken. Und oben, an der Stutenweide, sind die Zäune kaputt. Für alle Prinzessinnen in dieser Welt, auf dass ihr alle euren Prinzen findet. Ja. Bis morgen früh. Für mich war noch keiner dabei. Für einen Prinzen ist es nie zu spät. Hm? Aber dir wird eine gut zu Gesicht stehen, du. Julian, Benny bringt deinen Gast mit. Noch einer mehr, der nur im Weg rumstehen kann. Ich dachte, ein paar Tage Erholung auf dem Land würden dir gut tun. Das ist ein Blödsinn. Du, dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Das ist eine Einladung. Na kommen Sie, Herr Pfarrer. Frühstücken Sie mit mir. Hm? Oho. Dann muss ich meinen Kaffee wenigstens nicht alleine trinken. Das finde ich eine ganz gute Idee. Ja, wir haben uns neulich über das Golfhotel unterhalten. Genau. Ich habe es was Passendes hier in der Gegend gefunden. Fakt ist, die Bank will ihr Geld und wir haben es nicht. Da kannst du 10 Hofläden eröffnen. Ich mache, was ich kann. Du bist ja ganz nass. Das Pferd hat sie einfach so rangelassen? Ohne sie, da wäre Traumtänzer tot. Wollen wir noch mal von vorne anfangen? Gerrit Friedler. Isabel Eckert. Isabel, ein schönes Pferd. Steht er zum Verkauf? Da müssten Sie sich an die Familie Meierhofen wenden. Könnten Sie das für mich tun? Herr von Meierhofen, wir hätten dann noch ein paar Fragen. Sie wurden am Unfallort gesehen. Du hast Isabel angefahren? Hast du gewusst, dass es Benny war, der dich angefahren hat? Hör auf, dir selber leid zu tun. Du bist mit Sicherheit nicht der Einzige, der schwer hat im Leben. Gnädige Frau, eure Tiroler müssen zusammenhalten. Ja.